Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Resident Evil Code Veronica. Ups, das wollte ich nicht. Und genau, wir waren hier beim letzten Mal weiter auf Erkundungstour in der 6. unteren Ebene der Antarktis-Anlage. Und genau, wir hatten hier jetzt eine Menge Zombies gefunden auf jeden Fall. Und ich habe hier noch nicht das Dokument angeschaut und den Raum dahinter. Da würde ich sagen, schauen wir erstmal den Raum hier an. Was habt ihr hier versteckt? Was ist denn hier los? Eine Computeranlage. Vermutlich war sie mit dem Hauptcomputer verbunden. Aha. Okay. Oh Gott, was ist das? Die Ameisenkönigin ist tot. Der Ameisenhügel wirkt ausgestorben. Oh Gott, was habt ihr hier gemacht, ey? Munition auf jeden Fall. Finde ich gut. Oh Gott, wieder so eine komische Forschung hier, ey. So, Pistolenpatronen. Oh Mann. Okay. Aber sonst nichts, oder was? Sonst scheint hier nichts zu sein, außer Pistolenmuni. Okay. Achso, was? Eine Computeranlage. Vermutlich war sie mit dem Hauptcomputer verbunden. Kann man hier nichts machen? Okay. Dann würde ich einfach mal sagen, lesen wir mal das Dokument. Forschungsbericht über Ameisenkönigin. Okay. Nachdem ich in den Genen einer Ameisenkönigin auf die Überreste eines uralten Virus gestoßen bin, habe ich meine Forschung auf Ameisen konzentriert. Das Ökosystem der Ameisen erscheint mir einfach ideal. Es gibt nur eine Königin in jedem Ameisenhaufen und alle Soldaten und Arbeiterameisen sind Sklaven der Königin, der sie ihr ganzes Leben widmen. Der Tod der Königin ist zugleich der Untergang des Ameisenhaufens. Arbeiter und Krieger hingegen sind leicht zu ersetzen, solange die Königin am Leben bleibt. Das spiegelt exakt die Beziehung zwischen mir und dem ignoranten Rest der Menschheit wider. Was? Ich habe den idealen Virus erschaffen, indem ich einfach die Gene der Ameisenkönigin in den Muttervirus injizierte. Oh Gott. Den Spencer gefunden hat. Ich habe meinen ansonsten nutzlosen Vater als Testobjekt benutzt. Doch... Ach du Scheiße. Doch wie ich schon vermutet hatte, bewirkte der Virus eine schnelle Veränderung in seinen Zellen, wodurch sein Gehirn und sein Körpergewebe völlig zerstört wurden. Oh Mann. Dabei entstand in seinem Körper ein spezielles Giftgas, gegen das die blauen Kräuter völlig wirkungslos waren. Also ist das quer passiert, oder was? Daher habe ich für Notfälle ein Gegenmittel gemischt und es im Chemiewaffenlager auf Ebene B2 gelagert. Alles klar, dann wissen wir jetzt, wo wir hin wissen. Ich habe beschlossen, diesem Virus mit seinem unvorstellbaren Potenzial den Namen T-Veronica zu geben. Alles klar, wir müssen auf B2. Sobald ich noch herausgefunden habe, wie ich die Macht dieses wunderbaren Virus benutzen kann, ist meine Forschung endgültig abgeschlossen. Alexia Ashford. Sie haben eingeheftet, Ameisenkönigin. Aha! B2. Okay, wir haben einen Zielpunkt. Was tolpert denn hier so? Wartet mal gerade, ich muss mal gerade. Ach, das sind die oben drüber. Ah! Die oben, die machen irgendwas scheinbar. Okay, irgendwie Möbelrücken oder so. Ich hoffe, ihr hört das nicht. Gut, dann haben wir hier eine sehr, sehr wichtige Info erhalten. Okay. Aber B2, wie kommen wir denn? Oh nein. Ich fürchte, ich weiß, wie wir nach B2 kommen, aber ich würde jetzt gerne erstmal in den Speicherraum zurück. Genau, mit dem Aufzug einfach. Lass mich bloß in Ruhe. Aua. Aua. Ich hoffe, das macht mir keinen Schaden. Aua. Das hört doch mal auf. Geh hier raus, ey. Oh, Mann. Was eine Aufregung.
Gut, wir werden wieder desinfiziert. Oder was das darstellen soll. Ich glaube desinfiziert, ja. Und meine Güte, richtig krass. Das Gegen... Also Claire wurde also von diesem... Oh Gott. T-Veronica-Virus oder was infiziert. Okay. Da hinten war der Tiger, ne? Ja. Ist jetzt die Frage. Ja doch, hier war der Safe-Raum. Da bin ich schon goldrichtig. Ich würde eigentlich gern die Sache nochmal mit dem Würfel machen. Oh, ist das hell hier. Das ist so hell hier. Oh. Geh rein, los. Sollen wir erst den Würfel machen oder erst das Serum? Ich glaube, wir machen erst den Würfel, Freunde. Oder? Sollen wir erst... nee. Lasst uns erst mal Claire retten. Ist, glaube ich, menschlicher. So, die Magnum-Muni, die können wir ablegen, auf jeden Fall. Oh, das ist das erste Mal, dass wir Magnum-Muni gefunden haben. Okay, das Messer können wir ablegen. Das Messer kommt nach ganz oben. Das können wir mal mit der Kurbel... Stimmt, das können wir ja auch noch machen. Mein Gott, wir können so viele Sachen machen. Wir können ja noch die Kurbel machen. Stimmt, Leute. Bombi, damit. Ja. Quadratischer Ventilgriff. Schaut euch das mal, wie wir den Achteckgriff kombiniert mit einem Viereckaufsatz. Meine Güte, was wir da mit der Kurbel veranstalten. Wir wollen erstmal klären. Das heißt, wir müssen auf B2 und ich befürchte, ich weiß, wo das ist. Da oben. Ich befürchte. Das war der Bereich, wo die Spinne rumgelaufen ist. Oh Gott. Bitte nicht, ey. Bitte keinen Bosskampf. Ich habe doch keinen Granatenwerfer dabei. Ich hoffe, ich kann da vorbeilaufen oder so. Oh Gott, ey. Bitte nicht, Freunde. Ich fürchte, dass wir ja gar noch mal ganz raus müssen. Ganz raus aus diesem Bereich und dann, ja. Den Kran bedienen. In dem Eisgebiet. Um dann wahrscheinlich auf den Bereich B2 zu kommen. Und dann die Spinne frei zu... Ach Gott. Nein, bitte nicht. Ich habe da keine Lust drauf. Genau. Hier rennt eine Hand darum. Warum rennt hier eine Hand darum? Ich meine, gut, wir haben genug Bundi. Aber, ach, das war klar. Weil ich mich ja von der Kamera hab sehen lassen, ne? So. Wo ist der? Hat da, komm. Komm da und... Ah, das war gut. Und direkt wieder umfallen. Und hier und zack. Ah, wunderbar. Okay. Das war doch gut. Ah, wir sind ganz in der Nähe. Ja, wir sind ganz in der Nähe schon. Das wird jetzt aufregend, ich sag's euch. Das wird jetzt echt aufregend mit der Spinne. Wir müssen da unten rein. Und ich befürchte... Ja, eine Anlage zur Bedienung des Krans. Um ihn zu steuern, benötige ich den... Hä? Den Kranschlüssel? Haben wir den irgendwo übersehen? Seit wann braucht man denn hier einen Schlüssel? Beziehungsweise, okay, wir brauchen einen Schlüssel, den haben wir nicht. Zum Glück, muss ich sagen. Aber dann können wir Claire noch gar nicht retten. Dann müssen wir also doch das mit dem Würfel erstmal... Aber wie makaber ist das denn? Und warum ist da denn jetzt schon wieder so ein Teil? Ist noch eine, ne? Ihr mit euren scheiß Kameras! Oh Gott, geht doch rein. Okay, das heißt, wir müssen erst den Würfel machen. Okay. Ich verstehe. Wie makaber ist das denn? Jetzt lassen wir Claire da liegen, oder was? Okay. Falsche Reihenfolge, also.
Ah, Moment, wir können ja auch. Wartet mal. Geh nochmal zurück. Sorry, ich muss da nochmal durch. wir können ja noch das die Geschichte mit dem Wasser da machen in dem einen Raum. Das können wir machen. Und ich hoffe, dass da der Kranschlüssel liegt. Nicht so voreilig sein, Leute. Ich glaube, ich hoffe, ihr wisst, wo ich meine, in dem Raum da, wo wir das Feuerlöschmittel gekriegt haben. Jetzt müssen wir uns irgendwie hier... Oh, ist das unfair! Oh, ist das mies! Okay. Diese dummen Kameras hier, ey. Und der... Ach! Oh, oh Gott. Wo hab ich mich erschrocken? Aua! Oh. Hab ich mich erschrocken? Scheiße. Oh Gott. War das jetzt hier richtig oder mussten wir tatsächlich da rein? Wir mussten da rein. Ich Idiot. Ich Idiot. Ich hätte da gar nicht vorbei rum. Ja, dann mach den Hunter kaputt. Mach den Hunter kaputt. Er ist nicht da. Ah, da kam er. Okay. Alles klar. Nichts passiert. Wir wurden einmal kurz angetascht von ihm. Aber uns geht's noch gut, ne? Uns geht's noch gut. Ja, wir haben ja genug Schrotmodi. Genau, Freunde, hier oben. Und ihr seht ihr das? Da blinkt was. Das sieht so aus wie der Kranschlüssel. Ich werd verrückt. Okay, jetzt sind wir doch goldrichtig. Dann brauchen wir den Würfel erstmal doch nicht zu machen. Genau hier. Leute, hier können wir ja eine kleine viereckige Öffnung. Ablassen des Wassers. Ja, okay. Dann würde ich einfach vorschlagen, dass wir das benutzen. Ja, sehr gut. Zum Glück kann man das so hin und her basteln. Gut, dann können wir hier runter. Und ich glaube, da liegt ein Schlüssel. Kommt hier jetzt irgendwas? So, das? Ja. Ja, ja. Und? Ja, Kranschlüssel. Oh Gott. Oh, Alter. Oh. Alter Falter. Alter Schwede. Ihr dummen Hunter. Da kommt ihr aus dem Fenster. Oh Gott, mach doch nie sowas mit mir. Alter Schwede. Und das ist auch so komisch. Schaut euch den mal an. Boah. Ich hätte es mir denken können, nicht. Meine Fresse. Aber ja, aber wir kommen mit denen ganz gut klar, finde ich. Mit den Huntern. Also, finde ich schon richtig gut, so, ja. Da draußen ist ja auch noch einer, ne? Oh Gott. Aber wir können den Kran bedienen. Wir können den Kran bedienen, oh Mann. Das heißt, Boss-Time oder was? Lauf direkt hier durch. Lass den anderen erstmal. Gottes Willen, nee. So. Ja, das nette Vieh da unten, ne? Gut, dann bedienen wir mal den Kran, weil wir es ja machen wollen. Okay. Lecker. Who could have done this? Alexia. That is how I dispose of insignificant bugs. Said the spider to the fly. How do you wish to die? Alexia, Mann. Müssen wir gegen das Ding kämpfen jetzt oder was? Oh Gott. Oh Gott! Oh, okay, aber ich glaube, wir können abhauen. Ja, wir können abhauen.
Oh, das finde ich gut, aber hier liegt noch ein Item irgendwo. Da liegt noch ein Item. Nimm das auf. Das ist der Butler, Freunde, der da hängt. Ein Ohrring. Oh, schön. Ein Spinnenohrring. Okay. Aber wir müssen nach B2. Ich mach das Vieh nicht weg. Vergiss es. Wenn wir hier nichts machen müssen, dann... Oder können wir es platt machen? Können wir es platt machen? Können wir es platt machen? Platt nach. Können wir das platt machen? Wir können es tatsächlich kaputt machen. Aber ich glaube, das wäre Muni-Verschwendung, oder? Oder kriegen wir dann einen Bonus? Es blutet auf jeden Fall. Oh Gott. Runtergehauen. Okay. Wieder nachladen. Ja, wir haben... Ist jetzt ein Versuch. Ob wir das Vieh wegkriegen. Ich hoffe mal, dass wir jetzt nicht hier die Munition verschwenden. So, und hier und... Ich weiß halt nicht, ob wir es bekämpfen müssen, ne? Kriegen wir einen Bonus, wenn wir das Ding kaputt kriegen? Das ist jetzt die Frage. Lad nach. Oh Gott. Alter, geh weg. Wie viel Muni haben wir noch? 29. Es reicht noch ein bisschen. Oh, wir haben's. Okay, wir haben's. Wir haben's kaputt. Oh, das ist ekelhafte Ding. Aber es hat nichts gebracht, ne? Ja, wobei doch, wir haben hier Ruhe tatsächlich. Oh, wir haben die Spinne erledigt. Das hätte ich nicht gedacht, dass wir das hinkriegen. Oh, wie cool. Okay, aber wartet mal. Wie kommen wir denn jetzt nach B2? Wir müssen eins nach unten. Aber da ist alles zugeeist. Aha, und Alex hier rennt hier rum, okay. Schaut euch mal den an, ey. Das war dieser ekelhafte Butler, den wir da gesehen haben, ne? Oh, Alexia, Mensch. Wie kriegen wir denn jetzt B2 frei? Aber wir haben dafür diesen Ohrring hier bekommen. Wir haben diesen Ohrring bekommen. Schaut mal. Ein Ohrring. Das Juwel kann vermutlich herausgenommen werden. Das Juwel nehmen? Okay. Das Metallteil wurde abgetrennt. Sie haben Alexanders Juwel erhalten. Ein grünes Juwel aus Alexanders Ohrring. Ah, ich glaube, das brauchen wir im Herrenhaus, ne? Das kann gut sein, ja. So, wo kommen wir denn jetzt hier? Zurück nach B2. Oder müssen wir vielleicht doch den Würfel jetzt zuerst machen? Alter, ekelhaftes Ding. Aber es ist platt. Es ist kaputt. Finde ich gut. Ich hoffe halt nur, dass die Muni jetzt nicht verschwendet ist. Aber ich nehme doch mal an, nicht. Also, ich hoffe, wie gesagt, nicht wirklich. Oh Gott, hier. Hä? Ach, aber die Hunter sind weg. Aha, okay. Es hat also doch was gebracht. Ach, sehr gut. Durch die Spitze sind die Hunter weg. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank, dann hat es doch was gebracht. Sehr schön. Dann war es doch nicht nutzlos, dass wir die Spinne platt gemacht haben. Ich meine, die hat gut und gerne 15 Schuss gebraucht von der Shotgun. Und ich meine, wir hatten ja so viel... Was ist denn das jetzt hier für ein Geräusch? Hä? Ach, weil hier jetzt Strom läuft. Ach, und guckt mal. Da liegt noch ein Flügel, oder was das ist. Ah, ja, okay. Und jetzt läuft auch dieses Ding hier. Ah, da liegt noch ein Flügel. Zwei ganz in der Nähe. Die können wir also alle aufsammeln. Ich glaube, wir brauchen 4 Stück, wenn das eine Libellenform ist. Gut, Claire, lebst du noch? Ich meine...
Wir müssen ja hier lauter anderes Zeug machen. Wir können ja erstmal nicht helfen. Claire, lebst du noch? Bist du noch da? Sie ist noch da. Claire ist vergiftet. Sie braucht ein Serum. Alles klar, Leute. Wo wir schon mal da sind, könnten wir ja eigentlich das Item hier einsetzen, oder? Ein Gemälde von Zwillingen und ihrem Vater. Das sind drei seltsame Löcher am Finger des Jungen, am Ohr des Mannes und an der Brust des Mädchens. Wir haben das hier... das war ja ein Ohrring. Ja, ich wusste es. Und das ist ein Ohrring. Sehr schön. Und wir brauchen noch zwei andere. Alles klar. Ja, okay. Das heißt, wir wissen, was wir zu tun haben. Auf zum Speicherraum. Den Würfel mitnehmen und dann mal was damit anfangen, auf jeden Fall. So, dann müssen wir aber wieder zurück hier. Oh Gott, sind das jetzt 21 Minuten? Ja, können wir doch machen, denke ich. So, und dann direkt hier. Genau, direkt in den Safe-Raum. Und, damit habe ich ein blaues Kraut, aber nee, brauche ich erstmal nicht. Der Flügel kann auch erstmal raus. Wir haben schon drei! Oh, wir haben schon drei Flügel. Und genau, Freunde, dieser... Das ist ja kein Würfel, das ist Briefbeschwerer. Dieser Briefbeschwerer, und ihr könnt euch erinnern, da waren diese Zeichen drauf, ne? Beim letzten Mal. Gewichte, um Dokumente zu beschweren. Diese Bürle auf der Ober- und Unterseite scheinen etwas mit Umbrella zu tun zu haben. Ja, hier, ne? Umbrella. Ja. Genau, diese Zeichen hängen, glaube ich, mit dem Rätsel zusammen, was wir da beim letzten Mal am Ende der Folge, beziehungsweise, ja doch, am Ende der Folge hatten. Und das würde ich sagen, gehen wir dann jetzt auch nochmal an. Also, ach du Scheiße, das ist hell hier, ey. Wir müssen einmal hier durch und hier hinten rein, genau. In diese Wuschtür. Und, genau, dann war das ja hier hinten, genau, in dem Retro-Raum. Hier in diesem Aufzug, Freunde. Dann stapfen wir jetzt nochmal kurz da hinten. Und versuchen mal das Rätsel zu lösen. Als letzte Aktion jetzt hier in dieser Folge. Und dann kriegen wir hoffentlich bald mal ein Serum. Oder zumindest einen Weg, um B2 vom Eis zu befreien. Damit wir da hinkommen. Mensch, Leute. Ach, wo war denn das jetzt? Hierher, okay. Nach rechts. Ah! Aua! Schade, ich hätte gesagt, ich würde da ohne Schaden durchkommen. Aber ich glaube, die Dinger machen keinen Schaden, oder? Machen die Schaden? Diese Ameisen? Noch ist ja alles gut, ne? Genau hier oben, Freunde. Hier. Hier ist doch ein Rätsel. Hier steht etwas geschrieben. Als Zwillinge sind Alexia und ich wie zwei Seiten einer Münze. Licht und Schatten. Unter dem Alexia ist ein Muster. Licht und Schatten. Das heißt, wir brauchen das Gegenteil von den Dingern. Mein Handy habe ich jetzt nicht dabei. Aber wir brauchen Pik. Herz. Das Gegenteil von AA. Und der König. Und, das muss ich mir jetzt merken. Pik, Herz, AA, König. Pik, Herz. Was ist das Gegenteil von AA? Das Gegenteil von A Pik, Herz. Nee. Das Gegenteil von Pik ist der König. Dann das Doppel-A. Dann das Herz. König, Doppel-A, Herz. Oh, scheiße, was war das letzte? König, Doppel-A, Herz. König, Doppel-A, Herz. Ach, verdammt. König, Doppel-A, Herz. Okay. König, Doppel-A, Herz.
König, Doppel-A-Herz. Also, wir müssen mal das Gegenteil suchen, ne? König, Doppel-A-Herz. Wo war der König? Pik. König, Doppel-A-Herz, Pik. Okay, dann haben wir es ja jetzt. König, Doppel-A-Herz, Pik. So, dann haben wir den König. Das Doppel-A. Herz. Pick. Hä? Wie? Das Gegenteil? Herz, Pick, Doppel-A, König. Hä? Wartet mal. Herz, Pick, Doppel-A, König. So. Ah! Doppel-A. König. Herz. Doppel-A, König, Herz. Pick. Huch, probieren wir. Doppel-A, König, Herz, Pick. Doppel-A, König, Herz, Pick. Doppel-A, König, Herz, Pick. Ha! Ich wusste es. Okay, alles klar. Hier soll wahrscheinlich etwas hineingelegt werden. Oh. Den Würfel? Oh Gott sei Dank. Okay, wir haben den Würfel. Puh. Okay. Was wurde denn hier so gesichert? Oh Gott. Nee. Ah, der Ring. Der Ring. Das ist Elfrid. Oh Gott. Okay. Gut, liebe Leute. Aber ich würde sagen, wie es hier weitergeht, sehen wir dann beim nächsten Mal. ja, was mit Elfrid passiert ist, können wir uns denken. Und ganz toll, ne? Und da würde ich einfach mal sagen, jo, liebe Leute, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt gerne weiter den Kanal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche euch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.